Zum Abschluss der Differentialgleichung und auch zum Abschluss dieses Semesters kommen wir nochmal in das Grenzgebiet von Mathematik und Mechanik und wir schauen uns an die Differentialgleichung der Balkenbiegung. Sie sehen hier unten dargestellt ein Balken, links eingespannt, rechts gelenkig gelagert, belastet durch eine veränderliche Streckenlast Q von x. Und jetzt wissen Sie, ein System unter Belastung verformt sich, also zum Beispiel, wir müssen hier horizontal rauskommen, es geht irgendwie runter und dann zum Auflager wieder hoch. Die Verformung, die wir hier beobachten, nennen wir sie mal W von x, hat sowohl was mit den Auflagerbedingungen als auch mit der Belastung zu tun. Und wir wissen vielleicht aus der Mechanikvorlesung oder vielleicht auch nicht, dass diese Funktion W von x letztlich eine Differentialgleichung erfüllt. Nämlich, wenn ich die Steifigkeit des Trägers EI, also E-Modul mal Flächenträgheitsmoment, mit der vierten Ableitung von W multipliziere, dann bekomme ich Q von x raus. Oder andersrum, ich kann diese Beziehung benutzen, um für gegebene Randbedingungen und eine gegebene Last die Durchbiegungsfunktion auszurechnen. Wenn ich die Durchbiegungsfunktion habe, dann kann ich auch noch bestimmen daraus das Moment. Das ist dann nämlich nichts anderes als minus EI mal die zweite Ableitung von W. Und wenn ich das habe, dann kann ich das nochmal ableiten und ich bekomme die Querkraft raus, minus EI W3' von x. So, wir werden jetzt zwei Dinge im Folgenden uns anschauen, nämlich das erste, wie immer, diese Gleichung hier fällt nicht vom Himmel, sondern man kann sich überlegen, wo die herkommt. Das ist die Herleitung, das kommt jetzt als nächstes. Und das zweite ist dann, dass wir uns anschauen, wie kann man mit Hilfe dieser Differentialgleichung Durchbiegungen von Trägern berechnen. Wir beginnen damit, uns Gedanken zu machen bei der Herleitung der Differentialgleichung über die axiale Verzerrung. Man kann sich, finde ich, ganz gut was darunter vorstellen, wenn man sich mal anschaut, wie so eine axiale Verzerrung in einem Versuch gemessen wird. Gemessen wird so eine axiale Verzerrung mit einem Dehnungsmessstreifen. Das ist eine Trägerfolie, die kleben Sie auf den zu prüfenden Körper drauf, also zum Beispiel einen Balken, den Sie durchbiegen. Auf dieser Trägerfolie ist ein hauchdünner Draht, das ist das hier. Und wenn jetzt dieser Dehnstreifen seine Länge ändert, dann ändert dieser Draht seinen elektrischen Widerstand und das messen Sie hier und bekommen damit die Dehnung. Einmal schematisch dargestellt, hier der Dehnmessstreifen in der Ausgangslage. Ich habe jetzt hier mal schematisch festgehalten, der Abstand zwischen diesen Windungen, dieses Maß hier wollen wir Delta x nennen und dann belasten wir den Prüfkörper. Der Dehnmessstreifen wird länger oder kürzer. In meinem Beispiel hier unten wird er jetzt mal länger und der Abstand von diesen Wendepunkten ist jetzt Delta x plus eine Längenänderung Delta u. Und wir vereinbaren jetzt, dass wir sagen, wenn wir die Längenänderung auf die Ausgangslänge beziehen und dann die Ausgangslänge gegen 0 gehen lassen, natürlich nicht gegen unendlich, das, was wir da rausbekommen, das nennen wir Dehnung Epsilon. Dehnung oder Verzerrung, diese beiden Begriffe meinen dasselbe.
Ne, und dann erinnern Sie sich vielleicht noch an die Mechanik mit Hilfe der Verzerrung und dem Stoffgesetz kann ich dann eine Spannung ausrechnen. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, mit Hilfe der Spannung kann ich dann die Schnittgrößen ausrechnen. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei der Verzerrung und überlegen uns, was hat diese Verzerrung mit einer Verschiebung. Wir betrachten hierfür jetzt einen Träger. Stellen wir uns mal vor, der wäre aus Stahlbeton und wir kleben auf diesen Träger hier so an der Seite einen Dehnungsmessstreifen. Den symbolisiere ich jetzt mal mit diesem kleinen roten Strich. Natürlich haben wir in dem Träger ein Koordinatensystem liegen. Das fängt am linken Auflager an, wie es in der Mechanik üblich ist. Die Z-Achse zeigt nach unten und die X-Achse nach rechts. Dann können wir uns noch einmal dieses Stückchen hier ein bisschen näher raus oder uns da reinzoomen. Dann haben wir hier so ein Stück von dem Balken. In der Mitte liegt die X-Achse. Hier ist unser Dehnungsmessstreifen und wir sagen mal, der Dehnungsmessstreifen fängt an der Stelle X an, hat die Länge Delta X, das heißt, der geht hier bis X plus Delta X. Der hat natürlich auch eine Position in Z-Richtung. Ich nenne die hier mal Z. Also so sieht es aus, wenn wir uns da reinzoomen. Um es noch deutlich zu machen, male ich mal den Balken blau. So, und jetzt gehen wir her und belasten den Balken mit einer Einzellast, zum Beispiel F. Was passiert? Unter dieser Last biegt sich der Balken durch und sieht in etwa so aus. Zum Beispiel an dieser Stelle die Last F. Natürlich bewegt sich jetzt unser Dehnungsmessstreifen hier mit. Ich mache das auch noch mal farbig. Und wir zoomen uns da jetzt noch mal rein. Hier also unser ursprüngliches Koordinatensystem. Und was ist mit dem Balken passiert? Der hat sich ein Stückchen nach unten bewegt und der Dehnungsmessstreifen ist eben auch etwas gewandert. Sagen wir mal, der ist jetzt hier. Dann können wir festhalten. Wir gehen hier mal senkrecht nach unten. Der Anfangspunkt von dem Dehnungsmessstreifen hat sich hier um dieses Stückchen u von x nach rechts bewegt und an der Stelle u von x plus Delta x. Die horizontale Verschiebung von so einem Punkt, die nennen wir u. So, jetzt hängt die Verschiebung, und deswegen muss ich es auch nochmal wegradieren, natürlich nicht nur davon ab, wo wir in x-Richtung sind, sondern sie hängt auch noch davon ab, wo wir auf welcher Höhe von dem Balken wir den Dehnungsmessstreifen draufgeklebt haben. Also ist das hier u von x, z und hier haben wir u von x plus Delta x, z. So, man kann sich vorstellen, wo dehnt sich dieser Dehnungsmessstreifen am meisten? Natürlich dann, wenn er am weitesten von der Mittellinie weg ist, wenn Sie den auf die Mittellinie draufkleben und Sie haben keine axiale Beanspruchung, dann ändert dieser Dehnungsmessstreifen seine Länge nicht. Ja, aber jetzt haben wir hier eine Verschiebung u von x, eine Verschiebung an der Stelle u von x plus Delta x. Das heißt, wir haben eine Längenänderung oder eine Verschiebungsänderung Delta u gleich u von x plus Delta xz minus u von xz. Und das können wir jetzt in unsere Formel da oben einsetzen.
Da steht dann Epsilon ist gleich unsere Längenänderung geteilt durch die Ausgangslänge. Die Ausgangslänge lassen wir gegen 0 gehen und natürlich hängt die Verzerrung auch davon ab, wo ich mich an dem Balken gerade befinde. Also Epsilon ist eine Funktion von x und z. So, und jetzt schauen Sie sich mal scharf an, was da steht. Die Funktion u an der Stelle x plus Delta x, z ausgewertet minus u von xz geteilt durch Delta x und das Delta x lassen wir gegen 0 gehen. Das ist doch nichts anderes als die partielle Ableitung von u von xz nach x. Na, also hier schließt sich wieder der Kreis zur Analysis für Funktionen von zwei Variablen. Gut, ich mache hier noch eben den Balken blau, damit klar ist, was gemeint ist. Und wir haben geklärt, wie wir die axiale Verzerrung eines solchen Balkens messen können. Das wichtige Ergebnis dieser Seite habe ich jetzt nochmal in Rot markiert. Die axiale Verzerrung, die Verschiebungsfunktion, die von x und z abhängt, partiell nach x abgeleitet. Damit zum nächsten Thema, die Kinematik der linearen Balkentheorie. Was bedeutet Kinematik? Bei der Kinematik geht es darum, dass wir diese Verzerrung, die wir gerade aufgeschrieben haben, in Abhängigkeit von der Verschiebung der Balkenmittellinie aufschreiben. Ich möchte das mal mit einer Skizze verdeutlichen. Also, hier ein Stück Balken im unverformten Zustand. Die Balkenschwerachse, muss man eigentlich genauerweise sagen, und irgendwo hier links davon unser lokales Koordinatensystem, die x-Achse und die z-Achse. Sagen wir mal, hier ist die Stelle x. Jetzt verformt sich dieser Balken unter der Belastung, wandert nach unten. Die ursprünglich mal gerade Schwerachse ist jetzt gebogen und der Punkt hier an der Stelle x auf der Schwerachse ist ein Stückchen nach unten gewandert und zwar um die Strecke w von x. Was uns jetzt interessiert ist, was passiert mit einem Punkt, den wir hier nicht zwangsläufig auf der Schwerachse auf den Balken draufsetzen. Also wir können uns vorstellen, wir nehmen einen Edding, einen roten, und malen an der Stelle x, z diesen Punkt da drauf. Na, dann verbiegt sich der Balken und der Punkt landet irgendwo an einer anderen Stelle. Zum Beispiel da. Na, die Frage ist jetzt, um wie viel ist dieser Punkt an der Stelle xz nach rechts gewandert, das ist dann die Verschiebung u von xz. Und wenn wir die kennen, dann können wir auch, das hatten wir ja gerade schon geklärt, die Verzerrung ausrechnen. Also, die Frage, die wir jetzt versuchen zu beantworten oder die wir jetzt beantworten wollen, es wird ja klappen, das kann ich schon mal versprechen. Wie hängt diese Verschiebung u von xz und damit auch die Verzerrung, wie hängt das mit dieser Verschiebung w zusammen? Na? Und u von xz ist die horizontale Verschiebung von so einem Punkt, den wir auf dem Balken markiert haben. So, das Ganze basiert jetzt auf einer Vereinfachung. Man möchte jetzt die Bewegung jedes Punktes auf dem Balken eigentlich nur noch in Abhängigkeit von der Verschiebung
der Schwerelinie ausdrücken und dem Abstand von des Punktes von der Schwerachse. Und da gibt es zwei Hypothesen, die einem dabei helfen. Das ist die erste Bernoulli-Hypothese. Manchmal heißt die auch, das hängt ein bisschen davon ab, welches Buch Sie aufschlagen. Manchmal heißt die auch Navier'sche Hypothese. Und die besagt, dass wenn ich brauche mal eine andere Farbe, nehmen wir mal Orange, die erste Bernoulli-Hypothese sagt, wenn ich hier einen Tesastreifen auf den Balken draufklebe und im unverformten Zustand ist dieser Tesastreifen gerade, dann ist dieser Tesastreifen im verformten Zustand auch gerade. Vereinfacht gesagt ist das die Aussage der ersten Bernoulli-Hypothese. Ich schreibe es mal so auf, wie Sie es üblicherweise finden. Ebene Querschnitte bleiben eben. Ne? Das passiert nicht, dass, wenn das vorher eine Ebene war, dass das hinterher in irgendeiner Form gewölbt ist. Ne? Wenn das so ist, dann können wir ja sagen, wir malen hier eine orangene Linie, die steht senkrecht auf der Querachse, dann hat die sich in der verformten Lage um einen Winkel Phi, der natürlich von der Stelle x abhängt, gedreht. Und der Punkt P war vorher auf dieser ebenen Fläche, hat sich die ebene Fläche um den Winkel Phi gedreht. Dann können wir sagen, dass die horizontale Verschiebung, das ist jetzt elementare Geometrie, sich dadurch angeben lässt, dass wir sagen, wir multiplizieren den Abstand des roten Punktes, dieses Maß hier, womit? Ich ziehe es hier nochmal ein bisschen raus. Das hier ist unser Winkel Phi von x. Das hier ist die Fläche, unser Punkt P. Und dann haben wir hier den Abstand z. Das hier ist die gesuchte Größe u von xz. Und jetzt sehen Sie es, da müssen wir z mit dem Sinus von Phi von x multiplizieren. Na? Das ist eine Folgerung aus der ersten Bernoulli-Hypothese. Jetzt wollen wir weiterhin annehmen, dass diese Verdrehung Phi nicht besonders groß ist. Na, also mehr als ein paar Grad sollen das nicht sein. Und das ist ja auch eine vernünftige Annahme. Wenn Sie sich vorstellen, ein Träger in einem Gebäude, sehen Sie selten die Verformung. Das ist wirklich, das dreht sich nur ganz, ganz wenig. Und wenn der Winkel klein ist, dann erinnern Sie sich bitte nochmal an die Taylor-Polynome. Dann können wir eine Funktion durch ihr Taylor-Polynom ersetzen und machen dabei keinen großen Fehler. Wenn Phi von x klein ist, dann gilt näherungsweise, Sinus von Phi von x ist ungefähr Phi von x. Ne? Wenn Sie sich nochmal in Erinnerung rufen, die Sinusfunktion an der Stelle 0 hat sie die Ableitung 1. Das heißt, wir können erstmal hier sagen, in erster Näherung ist der Sinus von dem Winkel
gleich dem Winkel. Taylor-Polynom ersten Grades sozusagen. Wir ersetzen die Funktion durch ihre Tangente an der Stelle 0. Ja. Also, das ist die erste Bernoulli-Hypothese. Dann kommt die zweite Bernoulli-Hypothese. Und die zweite Bernoulli-Hypothese besagt, wenn ich vorher einen rechten Winkel zwischen dem Querschnitt und der Balkenachse hatte, dann habe ich danach im verformten Zustand auch einen rechten Winkel. Also dieser Winkel hier bleibt ein rechter Winkel. Also der Winkel bleibt ein rechter Winkel zwischen dem Querschnitt und der Schwerachse. Jetzt können wir uns das nochmal überlegen. Hier verläuft die Schwerachse. Dann haben wir da die Tangente an die Schwerachse. Können wir ein Steigungsdreieck einzeichnen. Hier 1. Jetzt muss man sich nur kurz überlegen, dass die Verschiebung runterwärts positiv ist. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist minus W' von x. Und das ist ja genau das, was sich hier der Querschnitt auch gegenüber der Ausgangslage verdreht. Das heißt, wir können mit der zweiten Bernoulli-Hypothese sagen, phi von x ist minus W' von x. Also, die beiden grundlegenden Annahmen der Balkentheorie haben wir da stehen. Querschnitt bleibt eben. Erste Annahme, zweite Annahme. Der Drehwinkel ist die negative Ableitung der Verschiebung. Kleine Anmerkung an der Stelle. Es gibt eine alternative Balkentheorie, Timoschenko-Balkentheorie, bei der ist die zweite Bernoulli-Hypothese, die wird da nicht verwendet. Da kann sich der Winkel unabhängig von der Verschiebung einstellen. Die drei wichtigen Formeln, die erste, die zweite, die dritte. Wenn Sie ganz scharf mitgedacht haben, haben Sie gemerkt, dass ich bei der zweiten Bernoulli-Hypothese ein bisschen gepfuscht habe. Man hätte hier eigentlich mit dem Tangens argumentieren müssen und dann auch wieder eine Näherung für kleine Winkel einsetzen. Wenn wir jetzt diese drei Gleichungen zusammennehmen, dann bekommen wir raus, u von xz ist minus z mal w' von x. Ja, und dann können wir das Ganze partiell nach x ableiten und sehen, dass Epsilon von xz minus z mal w' von x ist. Na, wenn wir diesen Term hier nach x ableiten, ist z wird behandelt wie irgendeine Zahl. Das heißt, wir bekommen also wirklich raus minus z mal w' von x, ein ganz einfacher Zusammenhang. Dann kommt der nächste Schritt. Das Stoffgesetz und die Schnittgrößen. Sie erinnern sich an das Hooke'sche Gesetz, die Spannung E-Modul mal die Verzerrung. Damit können wir also aufschreiben, Sigma von xz ist E mal Epsilon von xz oder auch minus E mal z mal W' von x.
Und dann denken Sie bitte nochmal zurück an den Abschnitt, wo wir über die Querschnittswerte gesprochen haben. Wie bekommen wir jetzt das resultierende Biegemoment? Das hängt jetzt natürlich nur noch von x ab. Das bekommen wir, wenn wir über die Querschnittsfläche integrieren, z mal die Spannung, die bei uns im eindimensionalen Fall, also in der ebenen Balkenbiegung, von x und z abhängt. Also z mal Sigma von xz dA, und dann setzen wir ein die Beziehung von 1 drüber, minus e, können wir gleich mal ausklammern, Integral, dann steht da z Quadrat mal w' von x dA. Und jetzt überlegen wir nochmal, in der Querschnittsfläche, welche Koordinaten stecken da drin? Da stecken drin die Koordinatenrichtung y und z. Das heißt, wir können w' an der Stelle auch nochmal aus dem Integral rausziehen. Da steht also minus e Integral über Omega z Quadrat dA mal w' von x. Und das ist ein alter Bekannter. Hier steht das Flächenträgheitsmoment zweiten Grades. Weil wir jetzt die ebene Balkenbiegung betrachten, brauchen wir da keinen Index mitschleppen und schreiben dafür einfach i. Das heißt, wir bekommen raus, und das ist wirklich ganz ein wunderschönes Ergebnis, ich kriege das Biegemoment dadurch, dass ich ei mal w' von x nehme und dann nochmal das Vorzeichen umdrehe. M von x minus ei w' von x. Und das ist ein wichtiges Ergebnis, deswegen tue ich es nochmal rot hinterlegen. Jetzt räume ich hier nochmal ein bisschen auf, dass ich mehr Platz habe. Das kann man wunderbar da hoch tun. Dann der letzte Schritt in der Balkentheorie. Sie erinnern sich an die Gleichgewichtsbedingungen, die wir im ersten Semester hergeleitet hatten, unter anderem, nämlich, wenn ich das Moment ableite, bekomme ich die Querkraft raus. Wenn ich die Querkraft ableite, dann bekomme ich die negative Streckenlast raus. Also leiten wir unser Moment von hier oben ab. M' von x ist dann minus ei w3 gestrichen von x. Und damit mit der ersten Gleichung können wir also festhalten, v von x ist dann minus ei mal die dritte Ableitung von w, und das können wir jetzt nochmal ableiten. Das heißt, wir haben dann v' von x gleich minus ei viermal abgeleitet x. Und wenn wir das einsetzen in die Gleichgewichtsbedingung von gerade eben, bekommen wir raus ei w viermal abgeleitet von x ist gleich q von x. Und das ist eine ganz zentrale Differentialgleichung in der Mechanik, die Differentialgleichung der Balkenbiegung.